Jetzt hat er auch die offizielle Trainerlizenz. Die Fußballbranche staunt. Mit 28 Jahren ist Nagelsmann der jüngste Trainer der Bundesliga-Geschichte. Vorbei die Zeit der Doppelbelastung zwischen Ausbildung und Abstiegskampf. Prüfungen in Sportmedizin oder Physiologie sind sicher nicht ohne. Aber der aktuelle Existenzkampf in der Bundesliga ist eindeutig die größere Herausforderung für den Trainer-Youngster. Eine Mammutaufgabe. Die Prüfung, da wird man eigentlich das ganze Jahr darauf vorbereitet und muss im Prinzip noch das wiederholen, was man das ganze Jahr lernt. Klassenerhalt war für mich, oder der Kampf um den Klassenerhalt, schon eine neue Erfahrung natürlich auch. Dann in der turbulenten Zeit dann direkt vor die Mannschaft zu stellen, das ist sicherlich stressiger, aber es macht auch mehr Spaß, als Prüfung zu schreiben. Ein mutiges Experiment. Nicht weniger als Hopps Hoffenheim-Projekt soll er retten. Eine bewusste Entscheidung für das Trainertalent ohne die branchenüblich so viel zitierte Trainererfahrung im Abstiegskampf. Keiner der klassischen alten Retter, der Feuerwehrmänner. Und Nagelsmann selbst? Der reagiert cool auf sämtliche Überspitzungen dieser Altersthematik, kennt alle mehr oder weniger gelungenen Wortspiele. Die Thematik Baby Mourinho, der Titel wurde mir mal von Tim Wiese, als ich Co-Trainer war, gegeben. Der hält sich hartnäckig. Ich kenne Mourinho nicht persönlich. Vom Baby bin ich trotz 28, glaube ich, relativ weit weg. Das sehe ich an meinem Kleinen. Da gibt es schon große Unterschiede zwischen mir und meinem Sohn. Von dem her ist es ganz nett, dass dieser Titel immer durch die Medien geistert. Aber ich habe, glaube ich, jetzt mit diesen beiden Namen nicht so viel gemein. Sein Ex-Trainer und jetziger Trainerkollege weiß, wie dieser Julian Nagelsmann tickt und entdeckte sein Potenzial. Thomas Tuchel trainierte ihn von 2007 bis 2008 bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Nagelsmann musste wegen eines Meniskus- und Knorpelschadens seine Karriere als Spieler beenden und wurde von Tuchel als Scout eingesetzt. Er hatte damals auch einen eigenen Kopf, schon eine eigene Meinung, war eine eigene Persönlichkeit. So wollte immer dahinter blicken auch, wieso wir etwas machen und Dinge auch verstehen. Hatte Mut auch, seine eigene Meinung damals schon zu vertreten als Spieler. Die Parallelen zu Tuchel selbst sind verblüffend. Aber auch die ganz Großen, die Legenden des Trainerberufs, sehen die neue Entwicklung mit großem Interesse. Ottmar Hitzfeld lobt Julian Nagelsmann, eine Art Ritterschlag. Ja, ich habe mich gefreut, dass auch mal ein junger Trainer diese Chance bekommt. Nagelsmann bei Hoffenheim, der einen guten Auftritt schon gezeigt hat, der sehr selbstbewusst auftritt, der auch in der Taktik innovativ ist, der versucht, seine Philosophie umzusetzen. Und betrachte das immer wieder mit großem Interesse und hoffe natürlich auch, dass er Hoffenheim retten kann. Das wäre ein gutes Zeichen an junge Generationen.